Und weiter geht's. Gab mal wieder eine Unterbrechung. Heute ist allgemein ein blöder Tag zum Aufnehmen, muss ich zugeben. Es gibt viele potenzielle Störenquellen heute. Sowohl hier ankommende Pakete, als auch Nachbarn, die was wollen, als auch so zu Hause das ein oder andere Problem und auch mit dem Hund. Aber ein anderer Tag als heute hat sich einfach nicht angeboten zum Aufnehmen. Von daher, what souls? Ich fahre jetzt nämlich demnächst ein paar Tage weg und muss ein bisschen im Voraus aufnehmen. Und ich wollte zumindest mal Kingdom beendet haben mit Level 5 hier. Dass wir noch so viel machen wollen. Ja gut, zu sagen, damit konnte doch keiner rechnen. Doch schon. Ich hatte ja schon vor, noch alles Mögliche zu machen in Level 5. Sowohl den Winter zu zeigen, als auch die neuen Sachen vorzustellen, als auch die Ballisten zu zeigen. Von daher ist das ein bisschen blöde Ausrede. So. So kommet her und gebet mir die Knetus Colibus. Ach, Herbert, auf dir reitet sich's immer noch am besten. Ich glaube, das ist ein Satz, den ich außerhalb des Spiels niemals sagen sollte. Ansonsten muss ich mir ernsthaft Gedanken um meine Sexualität machen. Oh Mann. Zum Glück kenne ich niemanden, der Herbert heißt. Da habe ich keine falschen Bilder in meinem Kopf. Bei Charlie geht's auch. Das ist, glaube ich, wirklich so am besten. Ich gebe nur Namen, die ich auch nicht wirklich real kenne. Das ist das Beste. Es könnte schon gut sein, dass das gepanzerte Pferd und mein Herbert gleich schnell sind. Also Charlie und Herbert sind, glaube ich, gleich schnell. Es kommt mir bloß bei Herbert schneller vor, weil der so hüpft. Eventuell. Das kann gut sein. Es nicht bestätigt und so. Aber ich nehme es mal an. Wollte ich nicht noch weiter Bäume fällen? War da nicht, wa? Obwohl Bäume fällen... Es ist so schade um den Geschwindigkeitsboost. Der ist so toll. Erzählt mir doch nichts vom Hirsch. Türme lassen wir so, ansonsten brauchen wir nur schöne Jäger. Du da kriegst noch Geld. Nicht rein. Ja, super. Ich habe ihn mit dem Geld verfolgt. Nimm das Geld. Nein. Einige Leute träumen von dieser Situation, der Banker einfach so. Nein, bleib mir weg. Den Typen bräuchten wir als Politiker. Aber nein! Wir haben ja nur so Leute wie diese Minions da. Yay! Ich bin jetzt echt überlegen, ob ich angreife. Jetzt nach der Nacht. Jetzt direkt den Blutmund nochmal abzuwarten. Obwohl, so lange dauert es nicht. Komm, ich gehe da lieber auf Nummer sicher mit dem Angriff. Der Laufweg ist einfach zu lange. Ich müsste eigentlich auch mit dem Gedanken spielen, weiter vorzurücken. Pju. Jetzt ist Tag. Jetzt mal gucken, ob ich mit der Mauer weiter vor... Oh, ihr Flieger nervt. Flieger in der Luft. Bats. Und nochmal. Bats. Das Coole ist, wenn die Pfeile da hinten einschlagen, wenn da hinten auch noch Gegner kommen würden, das würde ich noch mit erwischen. Ja, danke. Voll speit einen auf den Kopf. Oh, Double Kill. Der war gut. Will ich es mal probieren mit dem Turm hier? Ich weiß nicht.
Der Weg ist halt einfach zu weit. Ich mach's einfach nur, weil ich das Geld habe. Keine Sorge. Ich krieg derzeit noch wunderbare Einnahmen. Wunderschöne Einnahmen sind das. Komm, ich rode jetzt mal den Wald weiter weg. Irgendwann werden die Angriffe halt so schnell und heftig in solchen großen Intervallen, dass man ja eigentlich kaum noch was machen kann an der Front. Das ist auch der Grund, wieso ich dann mit dem Weiterausbauen auch kläglich gescheitert bin damals. Bei meinem allerersten Versuch hier in New Lands. Es ist halt die Frage, ob wir wirklich den dritten Angriff machen können. Auf der rechten Seite hat es dann, auf der linken Seite hat es noch hingehauen. Dank der ruhigen Nacht. Böbö. Ja, kommt mal mit. Alle am besten. Im Notfall brauchen wir jetzt dann gleich zwei neue Baumeister. Aber das können wir uns ja auch leisten. Haben wir auch das Geld für. Jetzt habe ich schon die Fackel in der Hand. Das heißt, ich sollte mich jetzt einmal so langsam verpissen. Baumeister, ihr wollt ja bestimmt nicht leben, oder? Total altmodische Sache so. Hier könnten wir es schaffen. Ich versuch's mal so, den Angriff. Wenn er nicht klappt, dann kann ich immer noch umdenken. Eben ein kleines bisschen Rückzugsgeld hingelegt. So nenne ich das einfach mal, Rückzugsgeld. Und abhauen. Fuck, ist das jetzt ein weiter Weg. Wir können schon mal ein paar neue Baumeister vorbestellen. Gleich mal volle Kanne. Du und deine Lunge. Herbert, hast du schon wieder Wasserpfeife geraucht? Wie ich mir gerade diesen Hirsch vorstelle an der Wasserpfeife, ist bestimmt total... Ja... Durchaus legitime Vorstellung, würde ich sagen. Wer hat die denn nicht? Da brennen schon wieder die Hufe, es ist der Wahnsinn. Yay. XL. Das heißt, wir haben jetzt 49, oder? Schön. Für die Leute, die sich fragen, hä, wie kann man denn die Balliste jetzt noch upgraden? Nee, das ist der Hobbit, der sich da unten versteckt. Hi, du bist bestimmt ein ehemaliger Baumeister. Und du auch, und du auch. Ja, arme Schweine. Wollt ihr gleich weiterarbeiten? Ja, es gibt sogar noch einen Baum, der markiert ist. Wenn hier sowieso schon einer markiert ist, kommt. Ich bitte euch. Ich würde dann links nochmal das Bogenschützen-Upgrade holen. Hier haben wir gar keine anderen Mauern als die da vorne. Das heißt, wenn wir die Mauern irgendwie erweitern wollten... Puh, müsste man ziemlich weiten Weg zurücklegen. Ob wir das rechtzeitig bauen können, ist halt wirklich die Frage. Wenn, dann müsste ich so eine Aktion nach dem Blutmond machen. Also ich mache das weiter ausbauen, nur wenn unser Angriff auf normale Weise versagt. Wenn unsere Truppen selbst nach einer leeren Nacht danach nicht rechtzeitig ankommen am Spawner, um ihn zu zerstören. Muss nicht der Fall sein. Kann der Fall sein, muss es nicht. Was macht ihr denn schon wieder? Ihr sollt doch jagen gehen. Hallo, es ist... Heller wird's nicht. Boah.
Boah, ihr seid solche Armleuchte. Ich gehe mal eben Rehe besorgen. Gibt's doch nicht. Ja, dann Gras mal eben. Nur Gras im Kuppe, der Herbert. Komm, du da. Du hast mich jetzt lieb und kommst mit. Ich sagte, du hast mich lieb. Ist ja gut, ich komm. Ja. Baumeister, wo gehst du hin? Das Reh hat sich auch schon gewundert. What? Sollte der nicht auf der rechten Seite sterben gehen? War das nicht seine ursprüngliche Bestimmung? Los, kommt, ich habe extra was mitgebracht. Nein, jetzt reizt mir. Ich sollte auf dem Rückweg sprinten. Komm, hab mich wieder lieb. Hab mich wieder lieb. Hab mich lieb. Liebhaben! Geht doch. So macht man das. In der Pickup-Szene. Ha, gut. Hat geklappt. 3 Münzen. Yay. Wenn die Leute schon zu voll zum Jagen sind, muss ich das selbst machen. Wie schaut's hier aus? Pfiuh. Oh, Bogenschützen-Upgrade ist ausgelaufen. Scheiße. Aber wir haben so viele Pfeile, das ist ein ordentlicher Hagel, würde ich sagen. Das ist wirklich ein ordentlicher Hagel. Da haben wir noch einen ordentlichen Steinschlag dazu. Aber warum die schon wieder nicht rausgehen? Ich verstehe es nicht. Ist doch ein schöner Tag. Das Wetter ist toll. Ihr zwei Versage. Jawohl. Da kommen wir nochmal zwei. Los! Abschießen! Oh, der hintere leider nicht. Schade. Wenn das so weitergeht, haben wir echt noch einen neuen Wall nur aus den Felsbrocken gebildet da vorne. Wäre cool, wenn das möglich wäre. Die haben mir doch bestimmt wieder hinten meine Baumeister geklaut. Ja, natürlich. Du kommst zumindest zurück. Die Bäume sind aber weggefällt, oder? Das heißt, es kommt kein neuer herüber. Gut, das ist wenigstens etwas. Auch kein Manuel. Das Gold haben sie natürlich mitgenommen. Ich verstehe nicht, warum die öfters öfteren einfach nicht raus wollen. Ist doch so schön draußen. Liegen nur ein paar Leichenteile rum und Körperteile und Organe verteilt so. Das gibt's doch nicht, Leute. Jetzt steht doch nicht einfach so da rum. Denkt doch an die Kinder. Die da draußen schon arbeiten. Helft ihnen doch mal. Wir müssen weiter Bäume fällen. So einfach ist es. Wir haben eine Münze. Das ist ein schönes Stadtkapital, nicht wahr? Um hier zu stehen und zu warten, bis endlich mein Baum gefällt wurde. Wir standen sogar noch. Ach, wir haben 2 Münzen. Reichtum. Ich spüre ihn nicht durchfließen. Nee. Oh, das sind eine Menge potenzielle Bäume. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis da jemand kommt. Falls ihr irgendwas knirschen hört, das ist mein Stuhl, in dem ich mich zurücklehne. Irgendwann nehme ich einfach vom Bett aus auf. Einfach in Liegeposition. Hey, es gibt ja so gewisse Spielesessel, die kosten ja, glaube ich, mehrere tausend Euro. Die sind so in etwa wie solche Arztstühle, wie solche Zahnarztstühle so design quasi. Da lehnt man sich einfach rein, kann beliebig hoch und runter fahren, den ganzen Ding. Hat dann noch wirklich so die Monitore, am besten so 3 Monitore, die so von oben runterhängen. Das ist so extra so noch so ein Gestell dran.
Solche Stühle kosten mehrere tausend Euro, da frage ich mich auch, wie ist denn das, wenn man da mal zockt? Ich meine, da will man ja gar nicht mehr aufstehen. Das Allerbeste ist ja, wenn man sowieso den ganzen Tag vorm PC sitzt, wegen sonst irgendwas, weil man arbeitet oder sonst was, sollte man sich zumindest, es ist zumindest sehr, sehr förderlich, den Weg zu gehen und den Weg zwischen Bad, also zum Bad hin und auch zur Küche hin, so lang wie möglich gestalten. Am besten ist die Küche so weit wie möglich entfernt vom PC. Da hat man wenigstens ein bisschen Grundbewegung drin. Aber wirklich, weißt du, bei so einem Stuhl, ich meine, das wäre bestimmt unglaublich gemütlich, vor allem gerade noch zum Aufnehmen. Aber ich glaube, da wird man dermaßen faul dadurch. Da will man echt nicht mehr aufstehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Yay, hey, gleich Doppelmünze. Her mit dem Geld. Her mit dem Geld. Wie es mir gefällt. Und ich habe einfach nur so sinnlos Geld ausgegeben, weil ich sagte, ich hab's ja. Ich kriege ja genug gejagt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die gleich nochmal streiken. Ich muss jetzt bald meinen letzten Angriff machen oder mich verpissen. So, jetzt geht nochmal ordentlich Wald weg. Oh. Ich krieg immer noch nicht meinen Gegenangriff hin, wegen dem ganzen Kack, der hier passiert. Ist doch doof. Los, Wald, verschwinde. Keiner will dich. Nicht mal Wilfried will dich. Ich würde gerne weiter holzen. Ich brauche noch mehr Geld. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch rechtzeitig, deinen Angriff loszuschicken. Ich brauche nur genug Geld für einmal Bogenschützen. Zweimal Bogenschützen-Upgrade, würde ich sagen. Auch noch für einmal den Konter und dann hoffen, dass ich woanders noch was bekomme. So, hier endlich. Und hier genau gleich noch weiter. Weiter Wald entfernen. Ja, genau so. Ihr wisst, was ich sehen will. Aber da jetzt erst der Spawner hinten aufgegangen ist, es dauert eine Weile, bis die da sind. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass wir vielleicht zwangsweise den Angriff verpassen. Es dauert einfach ein bisschen, bis die kommen. So, bis der Wald so weit verschwunden ist, da kann ich schon mal wieder dann nach links gehen und die Bogenschützenstatue füttern. Reicht's für zweimal? Wäre cool. Hätten wir jetzt den Bär, könnten wir wirklich. Scheiße. Hätten wir jetzt den Bär, könnten wir wirklich richtig, richtig schön die Hasen zertrampeln und schön Geld sammeln. Dafür würde sich der Bär tatsächlich lohnen. Aber ansonsten würde ich den nicht nehmen. Oh, die Musik kommt mal. Jetzt kommen die Monster gleich wieder von rechts. Boah, wisst ihr, wie ich dann kotze? Ich habe nicht mal genug Geld dabei, um abzulegen. Nein, tut mir leid, ihr müsst zu Hause bleiben. Ihr könnt zu Hause bleiben, ihr könnt zu Hause bleiben. Hier hat keiner von euch irgendwas gesammelt, oder? Ihr seid so unnütz. Unnütz. Versager. Von euch auch niemand, oder? Nicht mal ein Reh hat sich hier verirrt oder sowas. Boah, ist das Kacke. Das ist so schlecht. Schlecht. Ich versuche noch ein paar Bäume zu fällen, ansonsten wird das ja nie was. Das ist echt schlimm. Warum bleiben die denn einfach immer hier drin und machen nie was? Wofür bezahle ich euch eigentlich nicht? So. Noch für ein paar weitere Bäume sorgen. Sonst wird es ja nichts. So, hier jetzt.
zu wenig Bäume an einem Fleck. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Bonusgold bekommen, so ist es nicht, aber... So, neuer Tag. Leute, kommt raus. So wird das nichts. Nee, ich kann sowieso jetzt noch nicht angreifen. So wird das nichts. Das ist richtig kacke. Ey, die bleiben immer noch drin. Jetzt hört auf mit dem Scheiß. Nach rechts hin Bäume zu fällen ist dämlich. Obwohl ja jetzt wenigstens... Haben wir hier nicht auch die Möglichkeit, irgendwo ein Feld zu errichten? Ja, hier. Wisst ihr was? Dann richte ich hier mal ein Zweierfeld. Das dürfte ja eigentlich noch besetzt werden können. Das ist auch keine schlechte Idee. Bevor ich was auf der rechten Seite mache. Oh, Glocken. Ich glaube, das ist so das Zeichen, dass die jetzt dann endlich mal ihren Arsch bewegen. Meine Fresse. Ist dann das Lager. Das heißt, ein paar Bäume müssen noch stehen bleiben. Irgendwie kriege ich die letzte Zeit nicht wirklich gut Bonusgold. Reicht das für ein Einser? Oh ja gut, es braucht nur drei, um Gottes Willen. Er ist noch nicht mal so ultra weit entfernt. Die jagen nicht. Ah, doch, machen sie. Um Gottes Willen, ey. Wird Zeit. Wird auch sowas von Zeit. Ganz ehrlich. Das ist echt schwach. Jetzt muss ich echt Geld horten. Was will ich alles tun für diesen einen letzten Durchlauf, um alles zu zeigen? Oder ich bin überlegen, ob ich diesen Angriff überhaupt noch machen will. Obwohl, bis zum nächsten Blutmond dauert es nicht so lange. Hier eine Folge mehr oder weniger. Warum habt ihr eigentlich... Warum kommen keine Hasen? Warum kommt eigentlich der Winter nicht? Das ist die nächste Frage. Sollte der nicht eigentlich schon kommen? Kann sein, dass der kartenbedingt manchmal nicht kommt? Vielleicht kommt der Winter in Level 5 gar nicht und dafür haben wir eben diese Probleme mit der öfters mal... größeren Dunkelheit und dass die Leute streiken. Könnte ich mir auch vorstellen. Hier kommen sie erst gar nicht. Mann, ist das ein Kack. Ja, jetzt haben wir doch eh die ruhige Nacht nach dem Blutmond. Die sind mal jagd gegangen, aber es kam nichts bei raus. Scheiße. Kostet mehr, als wir haben. Jetzt schon gern ein Zweierfeld hier. Ich glaube, mittlerweile lohnen sich die Spawner einfach nicht mehr, weil die Bogenschützen einfach nicht mehr richtig jagen wollen. Ich glaube, ab so einem Zeitpunkt, spätestens ab Tag 50, brauchen wir Farmen. Gut, dass ich da jetzt auch Bescheid weiß. Vor allem, weil keine Hasen mehr kommen. Ist es möglich? Wisst ihr, was mir gerade durch den Kopf geht? Vielleicht ist schon Winter. Aber irgendwie wird uns der Schnee nicht angezeigt. So oder so habe ich gerade ein gewaltiges Problem. Ich habe keine Einnahmen mehr. Ich kann nur hoffen, dass die Felder jetzt langsam mal was erwirtschaften. Aber so einen langen Weg, wie die hin und zurück haben, die Bauern, wage ich das fast zu bezweifeln. Ich kann das Feld hier aber trotzdem errichten.
Ob es eine gute Idee ist, ist die andere Frage. Reh, komm mit. Und nicht nur du? Sei betört von meiner Potenz. Du auch. Komm, sei beeindruckt. Geht doch. HML, hab mich lieb. So, und jetzt schnell mitkommen. Im schnellen Schweinsgalopp. Einen haben wir erwischt. Ist der andere abgehauen? Der andere ist abgehauen. Okay, komm mal wieder zurück. Frage ist, ob die bei den Einserfarmen rechtzeitig abhauen. Toll, er hat sich gerade frisch verliebt. Und gleich einen Pfeil reinbekommt. Das war Amors Pfeil, liebes Reh. Das musst du verstehen. Da hinten sind Hasen. Warum sind die da hinten? Ich verstehe das nicht. Endlich werden mal Hasen getroffen. Sehr schön. Und noch ein bisschen was. Sehr schön. Das Geld dürfte reichen, um die Farmen weiter auszubauen. Es nervt mich jetzt echt, dass das mit dem Jagen nicht mehr richtig... Ich glaube wirklich, dass im Late Game das Jagen nicht mehr klappt. Gut, dass wir das auch mal wissen. Ne, hier gibt's echt keine Hasen mehr. Schlimm. Ich hoffe, da hinten werden die Farmen überhaupt noch besetzt. Sind hier überhaupt Farmer hinter? Haben wir überhaupt noch Farmer? Das ist das Nächste. Sind die vielleicht nicht kaputt gemacht worden irgendwie? Kann auch gut sein. Ganz knapp. Nehme ich noch ein paar Rehe mit. Wir pfeifen gerade echt aus dem letzten Loch. Wenn wir jetzt verlieren, wäre das echt eklig. Das wäre einfach nur gemein. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Neues Essen. Ich meinte einen neuen Freund. Soll mal das Reh so ganz kurz, ganz skeptisch gucken. Einen neuen Begleiter fürs Leben, für den Magen. Ein neuer Begleiter für die Verdauung ist da. Die Gemeinschaft des Rehsteaks ist gebildet. Ich glaube... Echt? Also nicht gefälscht, ich glaube echt. Wir haben keine Bauern mit Sense mehr. Wir brauchen 4 Gold für einen. Was ist die Moral von der Geschichte? Alles Scheiße. Mann. Wenn ich jetzt einen Bauer mache, werden jetzt erst die rechte Farm besetzen, nicht die linke. Ich muss noch ein Reh finden. Schnell. Jetzt haben wir nochmal Blutmond, wir kommen immer noch nicht dazu. Wenn das so weitergeht, schaffen wir noch das 100-Tage-Achievement. Wisst ihr das? Ungewollt. So wie du, Kind. Ich frage mal meinen Sohn, der müsste sich damit auskennen. Das ist so gemein. Zum Glück habe ich kein Kind, das ich beleidigt fühlen kann. Kommt ihr jetzt mit? Seid ihr jetzt beide von mir beeindruckt? Oder beide nicht? Ja, beide. Sehr schön. Kommt mal mit. Ich brauche doppelt Geld. Mitkommen. Weiter. Weiter.
Seite. Daran könnte ich auch die Geschwindigkeit messen, an den Rehen eben. Meine Leute gehen halt einfach nicht raus, um die Hasen da hinten zu holen. Das ist schlimm. Hätte ich doch lieber die Sache gemacht mit der Mauer weiter vorne. Nach dem einen Blutmond. Damit kann ich mir jetzt auf jeden Fall zwei Bauern holen. Jetzt müssen wir echt uns langsam wieder hocharbeiten, um wieder Geld zu bekommen. Es ist richtig kaputt gerade. Och, eins ist abgehauen. Der Ritter hat sich eine Münze geschlurpt. Boah, das müssen wir... Du da, mitkommen. Wir sind jetzt ziemlich beste Freunde. Fürs Leben. Best Friends for Telle. Herkommen, abschießen lassen. Dankeschön. Zu freuen. Extra für mich. Ich wollte schon gerade sagen, aber bitte nicht jetzt zur Arbeit gehen. Das ist ein scheiß Zeitpunkt, vor allem auf der rechten Seite. Also wenn ihr die feste Farm links besetzt, wäre das klasse. Oh, kann man mal gespannt sein, was da noch bei rauskommt. Boah, die Balliste geht so geil ab. I have balls of Lüste. Das wusste auch Schindler. Hat er auch kennt doch alle bestimmt Schindlers Balliste. Das ist einfach klasse gewesen, das Ding. Bewegt sofort euren Arsch aufs Feld. Das darf nicht euer Ernst sein. Ich fühle mich verarscht. Verarscht. Es kommt ja nicht mal mehr der Banker raus. Das muss irgendein Bug sein. Ich krieg kein Geld mehr. Die Felder werden auch nicht besetzt. Egal wo. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mein Schiff besuchen und hoffe, dass die auf dem Weg viele Rehe mitgenommen haben. Die sparen ja oftmals viel Geld. Ich muss versuchen, mich jetzt von hier zu verpissen. Also, wir kriegen hier nichts mehr hin. Wir kriegen nichts mehr. Wir kriegen kein Geld mehr. Auf diese Weise kommen wir nicht mehr weit. Selbst wenn wir das Geld nicht haben zum Ablegen, muss ich ein paar Rehe nochmal jagen. Aber wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir Level 5 verlassen. Das ist gerade richtig, richtig dreckig. Irgendwie funktioniert das gerade nicht mehr. Unsere Bauern wissen nicht mehr, wann sie raus und wann sie rein sollen. Und verdienen kein Geld mehr. Und sowas wie den Händler haben wir nicht mehr. Der Banker kommt auch nicht mehr raus. Wir haben alle unsere Geldquellen verloren. Hätten wir jetzt einen Bär, könnten wir alles selbst jagen. Männlich, wie wir sind. Aber so... Aber so... So nicht. Wir könnten hier noch ein paar Bäume fällen, klar. Die Rehe nehme ich mal mit zum Schiff. Das könnte vielleicht das kleine bisschen Geld sein, was noch fehlt. Oh, Herzchen. Das wäre nett, Herzchen. Du kommst auch noch mit. Mal ganz ehrlich, ich lege jetzt ab. Das macht keinen Sinn mehr. Ergibt keinen Sinn mehr. Entschuldigung. Ich könnte echt so eine ganze Kolonne mitnehmen. Das ist gut. Mitkommen. Allesamt. Das ist ein Vorteil, dass wir noch Wald haben, weil ich glaube, die Rehe spawnen auch nur im Waldhintergrund.
Hier, das merkt man auch im Hintergrund. Das ist irgendwie so total düster und verflucht. Boah, können wir viele Rehe mitnehmen? Boah, ist das geil. Kommt alle mit. Oh, und die kommen alle sofort. Wahrscheinlich wegen meiner ganzen Karawane. Ich habe jetzt eine ganze Herde gebildet. Das ist cool. Und schnell hier rüber. Nee, hier hat niemand mehr Geld für mich. Das muss auf diese Weise klappen, ansonsten sehen wir ziemlich alt aus. 1, 2, 3. Wir brauchen 10 Münzen. Los, Leute, ihr müsst noch mal mitkommen. Ihr dürft nicht Misstrauen haben gegen diese Menschen. Sie wollen euch nur Gutes. Wirklich. Müsst mir glauben. Das ist alles nur zu meinem, zu eurem Besten. Nee, ganz ehrlich, ich muss mich jetzt hier verpissen. Das bringt nichts mehr. Ich krieg nichts mehr. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht dafür gedacht, so lange gespielt zu werden, oder? Also wir müssen früher Farmen bauen. Eventuell muss ich dann spätestens ab Tag 30 gucken, dass ich Farmen mache. Weil irgendwie, ja, aber selbst, vielleicht wenn sie dann mal laufen und die Leute da draußen sind richtig. Wie der Hund noch da steht. Oh ja, kommt ruhig, ist alles gut hier. Hast du mich nicht lieb? Ah, jetzt. Verstehe ich gar nicht, dass es mich nicht lieb hat, das Reh. Wir sind doch allerbeste Freunde. Bis über den Tod hinaus. Komm, eins nehme ich noch mit. Ein kleines bisschen Startbonus. Dann würde ich mal sagen, mach mal als nächstes, wenn wir dann mal weiterspielen, irgendwann. Mach mal als nächstes dann so die Insel 3 nochmal, die Belohnung dort. Das ist vom Schwierigkeitsgrad auch okay genug, dass wir mit weniger Gold starten können. Ohne, dass es gleich richtig wehtut. Aber ich würde mich jetzt verkrümeln. Den letzten Angriff müssen wir jetzt echt lassen. Es geht nicht anders. Ey, kommst du jetzt mal mit? Ach, was soll's, egal. Reicht schon. Geh ich mit dem Gold los. Das dürfte jetzt statt Geld hinhauen. Okay, verkrümeln wir uns. Auf geht's. Hinaus in die weite Welt. Auf Wiedersehen. Kein Bock mehr. Ich muss weg. Friseurtermin, Zahnarzt. Ich habe Friseurtermin beim Zahnarzt. Ah, ja. Ich glaube immer noch besser als eine Wurzelbehandlung beim Friseur, oder? Können wir uns darauf einigen? Yay. Der Martin-Boot. Hat nicht das Boot gemacht, sondern Art und Animation. Eigentlich schon fast Schande darüber. Mit dem Support von Norden. Hui, was ist ein Name? Alexandra Dilia Bia Gardottir. Bargottir. Das wird irgendwie richtig. Richtig. Richtig anders ausgesprochen, auf jeden Fall. So viel ist klar. Vor allem Iris Kirstin Andres Dottir. René van Engelsburg. Das ist mein Name. Wäre das René nicht, würde sich das verdammt cool anhören. Können wir jetzt nicht eigentlich... Ja doch, wir können noch fortsetzen. Wollen wir uns die Credits angucken komplett? Ja gut, es bietet sich an, oder? Man, es wäre respektlos, die einfach zu überdrücken. Es ist sowieso nur ein kleines Team, was dahinter steht. Auch wenn hier viele Namen sind, aber das sind größtenteils wahrscheinlich Tester und Supporter über Patreon oder Vorbesteller, irgendwie der Art. Weil ich glaube, das Team dahinter sind nur ganz wenige. Ich glaube, es waren nur zwei Leute, oder? Ah, nee, ich glaube, ich verwechsel die Spiele gerade. Ich glaube, hier hinter Kingdom war schon ein kleines Team. Und diese Namen, denen hier gedankt wird, sind halt hauptsächlich so Leute, die auf irgendeine Weise finanziell unterstützt haben oder aber beim Testen geholfen haben.
Wird jetzt auch die Putzfrau des Entwicklerstudios dabei. Die hat beispielsweise die Nacht-KI bestimmt programmiert, die wir jetzt gesehen haben, so toll. Die nicht endet. Ah, alles klar. Wunderschön. Hätten wir geschafft und jetzt können wir uns wirklich noch schön aussuchen. Erstmal gucken, was. Was bist denn du? Nein! Jetzt habe ich. Oh nein. Ah, mit S macht man das ja auch. Okay, wir sind jetzt auf Level 4. Ob wir das schaffen? Wird man sehen, mit dem wenigen Stadtgold. Wir gucken einfach mal. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war Let's Play Kingdom erstmal. Und wir machen dann irgendwann weiter und holen uns noch die ganzen restlichen Upgrades hier. Die ganzen restlichen Sachen, die man so freischalten kann. Und ja, dann machen wir mal hier weiter bei Level 5. Ich wollte eigentlich Level 3 machen. Bin ich aus auf S gekommen. Was auch immer jetzt wir bei Level 5 freigeschaltet haben, werden wir wohl rausfinden. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zu kommenden Folgen. Bis dahin. Bye bye.